So Mädels, los geht's. Ich habe eine Kühlerfigur. Lilly, was bist du? Anjana. Dort hole ich jetzt meine Brille ab. Der Peter hat endlich seine Brille abgeholt. Oh mein Gott. Ich bin auf dem Weg nach Potsdam-Babelsberg. Da hole ich den Olli P. ab. Grüß dich. Hallo. Papa trägt Müll weg. Wo ist er? Da ist er. Da bringt. Okay, Mäuschen. Lilly hat sich aus Versehen abgeschnallt. Ich mach dich mal wieder an. Ich kann nicht. Ja, ich mach das mal eben. Weil Lilly dachte, wir steigen aus. Aber wir fahren weiter zum Einkaufen. Hallihallo zu einem neuen Vlog. Wir gehen einkaufen, weil wir heute Abend Gäste erwarten. Und dazu müssen wir natürlich ein paar Speisen reichen. Ja, ein paar Würstchen werden wir auf den Grill schmeißen, Kräuterbutter machen. Bitte keinen Auffahrunfall provozieren. So Mädels, los geht's. Oh, der Lilly fallen die Augen zu. Oh, Lilly schläft. So, was müssen wir jetzt kaufen? Noch irgendwie sowas Chicken-mäßiges und irgendwas für die Quesadillas, ja, machen wir einen Salat und Wein. Ich habe eine Kühlerfigur. So kalt hier. Dass es immer so kalt ist in diesen Einkaufszentren. Kann ich die Jacke anziehen? Nee, es ist punkt kalt. Einkäufe haben wir erledigt. Mir fällt noch was ein. Und zwar wollte ich mich noch mal bedanken. Ich konnte noch gar nicht so drauf antworten oder wir auf eure ganzen super tollen Liebesgeschichten, die ihr geschrieben habt unter unser Kennenlernen-Video. Wer es noch nicht gesehen hat, wir verlinken euch das mal, wie wir uns kennengelernt haben vor 11 Jahren. Ja. Ja, und da haben so viele so krasse Geschichten auch erzählt, dass sie ihren Partner im Kindergarten kennengelernt haben und so Sachen. Also wirklich unglaublich, die verrücktesten Geschichten. Ich kann auch nur empfehlen, sich das mal durchzulesen. Möchtest du etwas ergänzend hinzufügen? Da gibt es nichts zu ergänzen. Und Peter geht's nicht so gut. Ich habe ein biologisches Loch. Ein biologisches Loch. Ich hol dich wieder raus. Ich sage ja, es ist der Wetterumschwung, weil es wird die ganze Zeit ja so heiß und jetzt kommt eine Kaltfront. Gott, ich fange immer gleich an so zu moderieren, die eine Abkühlung mit sich bringen wird. Und somit werden die Temperaturen sinken um ungefähr 10 Grad. Und ich denke schon, dass der Körper das im Zweifel halt mal merkt, oder? Ich bin gerade sehr schlapp. Oh. Lilly, was bist du? Anjana. Jawohl, und warum? Weißt du nicht, ne? Weil ich in einer Party in einer Hüpfburg war. Ach so, ja. Dann bin ich Anjana. Jawohl. Aber so. Ich war nicht in der Hüpfburg Anjana. Nee. Ich war deine Prinzessin. Jawohl. So, jetzt warten wir auf unseren Besuch. Der Mann ist fleißig, der Fernseher steht. Es kann losgehen. Bist du aufgeregt? In 5 Minuten kommen eigentlich schon unsere Gäste. Aber wir haben doch auch schon so viel vorbereitet. Ja, man braucht ja auch mal ein paar Minuten runterzukommen. So, auf jeden Fall gibt es als erstes die Quesadillas, haben wir schon gesagt. Die verlinken wir euch mal, das Rezept. Das haben wir ja mal verfilmt. Unser Quesadillas vom Grillrezept. Und das findet ihr natürlich auch in der Infobox. Hier liegen schon die Tortillas bereit und werden gleich vorbereitet. Dann haben wir hier Auberginen, Chorizos, Bratwürste, Maiskolben, Krautsalat. Hier so Hähnchen haben wir gemacht mit Kräutern aus dem Garten und Chips und so. Ja, ne? Und schon ist wieder der nächste Tag. Ich habe gestern Abend ganz vergessen zu filmen, ehrlich gesagt. Du hast ja nicht dran gedacht, ne? Nee, als Gastgeber hat man ja auch immer eine ganze Menge Dinge zu tun. Aber es war super, war ganz lecker, ausgelassene Stimmung und die Chorizo-Würste waren der Oberkracher. Nur so als kleiner Tipp für euch.
gibt es, glaube ich, jetzt in jedem Supermarkt. Ne? Das ist gerade so ein Trend. Chorizos. Der Chorizo-Trend. Der Chorizo auf dem Grill-Trend. So, und jetzt suchen wir schon wieder einen Parkplatz, weil wir zwei miteinander ein Mittagsdate haben. Wir haben uns von unserem Schreibtisch erhoben und verbringen die Mittagspause miteinander. Schön, oder? Traum. Jetzt gehen wir irgendwo essen, aber da will ja keinen Parkplatz finden. Vielleicht auch nicht. So, auf was hast du Hunger? Da war eben so ein Restaurant, habe ich gesehen. Das war Restaurant? So, das war so ganz schwarz. Und ich glaube, das ist irgendwas Irisches oder so. Da hätte ich Bock drauf. Hier sowas wie Hey Dude oder so heißt das. Man soll sich ja mal so ein bisschen dann orientieren, wie viele Leute da schon drin sitzen. Das Problem ist immer, wenn da viele Leute drin sitzen, findet man keinen Platz mehr manchmal. Ja, hier, we will see you. Das ist ein Hütchen, ne? Oder? Ja, das war zweimal, ja. Ja. Ich habe kein Geld. Ich habe ein Malzbier bestellt. Das habe ich original das letzte Mal in meiner Schwangerschaft getrunken. Danach konnte ich es nicht mehr sehen, weil ich so viel davon getrunken habe. Aber jetzt ist es gerade, ich sah es im Getränkeregal stehen und hat mich angelacht. Gesagt, trink mich! Bewegender Augenblick. Oh mein Gott, ich glaube, eine hätte auch gereicht. Schläft die Lilly? Ja. Oh, die schnarcht sogar ein bisschen. Die Kinder sind nämlich heute Mittagskinder. Ihr seid halt Mittagskinder, ne? Das heißt, ich habe sie heute schon mittags, vor dem Mittagsschlaf, aus der Kita abgeholt. Das finden die immer ganz toll, warum auch immer. Und reden schon Tage vorher von nichts anderem. So, jetzt habe ich sie also im Gepäck und sind so gnädig und begleiten mich auf einem schweren Gang, nämlich zum Brillengeschäft. Dort hole ich jetzt nämlich meine Brille ab. Ich hatte euch ja zwei Modelle gezeigt und habe dann mal so nach eurer Meinung gefragt. Und ehrlich gesagt hat die mich auch ein bisschen beeinflusst, aber ihr werdet ja gleich sehen, für welches Modell ich mich entschieden habe. So, jetzt bin ich gleich da. Lünette heißt der Laden. Super tolle Brillen in der Torstraße. Aber ich werde da drin jetzt nicht filmen, weil es ist mir unangenehm. Peinlich. So, als Belohnung dafür, dass sie mich beim Brillenkaufen begleitet haben, übrigens erfolgreich, die zeige ich dann nachher, wenn Eva mit dabei ist, geht's jetzt auf den Spielplatz. Na? Hand? Okay, ich halte dich. Hier, Lilly, mach mal da hinten. Hier ist eine richtige Pfütze schon. Mach mal da, da wo es noch trocken ist. Ja, genau. Ja? Super. Ja, super. Sehr gut. Oh, der Peter hat endlich seine Brille abgeholt. Ich bin gespannt. Ich bin mir ganz sicher, es sieht mega hot aus. Du bist so ein Brillenträger. Aber jetzt habe auch gleich wieder dich hier so vor Ekstase zu überschütten. Das ist mir unangenehm. Versuch mal ganz ruhig zu bleiben. Nein, das kann ich nicht. Ich liebe dich. Ach, ja, das ist halt aber keine objektive Kritik. Du musst aber so tun, als würdest du mich nicht kennen und ich würde eine sachliche Meinung hören. Ich kann nicht so tun, als würde ich dich kennen. Vor allen Dingen haben wir doch die Brille zusammen auch ausgesucht. Ja, aber das ist jetzt was anderes mit Lasern. Achtung, pass auf. Peter ist immer unangenehm. Nee, er ist... Nee.
Oh, Hallöchen. Papa. Mein Typ. Genau, das meine ich. Sag mal, das ist ja doch mal normal. Sagst du, ja, die Brille, die steht dir oder steht dir nicht? Oder? Wieso? Alle Menschen sind immer so nüchtern, so unemotional. Ich finde die super cool. Du siehst aus wie so ein geiler Typ, ey. Das muss man auch mal oder gesagt werden. Oder das wird nicht? Man ja wohl noch mal sagen. Das nicht, findet ihr nicht auch? Der Peter hat doch so ein Brillengesicht. Ich finde, du siehst mit Brille fast besser aus als ohne. Oder? Was? Guck mal hier, wie cool der aussieht. Papa, ich will hier fahren. Du willst ins Fahrrad fahren, ne? Lilly, wie findest du die Brille? Nicht so schön. Was? Siehst du, da hast du deine nüchterne Meinung. Ja, aber das sagt mir doch auch was. Ich bin auf dem Weg nach Potsdam-Babelsberg. Da hole ich den Olli P. ab, um mit ihm ein Karaoke-Taxi zu drehen. Für mich ist das relativ aufregend, weil ich ja in Potsdam-Babelsberg, da in den Filmstudios, 2 Jahre lang gearbeitet habe. Es war schon mittlerweile 16 Jahre her. Aber das war natürlich eine aufregende Zeit. Jetzt bin ich ganz gespannt, wenn ich da mal wieder hinkomme, was sich da alles verändert hat. Fühlt sich echt komisch an. Das war ja 2 Jahre lang mein fast täglicher Weg zur Arbeit. Echt spannend. Da ist er ja schon. Guten Tag. Grüß dich. Hey, hallo. Da hinten wird immer noch, wie damals auch schon, als Olli da noch mitgespielt hat, GZSZ gedreht. Das mussten wir uns hier hinter diesem Lieferwagen verstecken, weil Olli das so ein bisschen unangenehm ist. Ich traue mich nicht, da lang zu gehen. Das ist einfach so cool, weil dann denken die, was macht denn der jetzt hier? Will der jetzt hier, will er sich jetzt ins Gespräch bringen? Nein, aber es war nur einfach witzig, dass das hier in der Ecke ist. Hier habe ich so viele Jahre meines Lebens gearbeitet. Ich glaube, 1¾. So, wo soll's hingehen? Bitte nach Spandau zu meiner Mama. Adresse ist... Ja, die kenne ich. Da wohnt sich schön. Ja, da ist richtig schön. Das komplette Karaoke-Taxi mit Olli P., das verlinken wir euch natürlich nochmal in der Infobox. Genau wie den Film mit dem Rezept für diese leckeren, total leckeren Quesadillas, die man auf dem Grill macht und die so extrem einfach zuzubereiten sind. Wir machen die jetzt immer wieder und die sind echt der Kracher. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir freuen uns wieder auf eure vielen netten Kommentare und bis bald. Tschüss.